Nein! Frohen Mittwoch, liebe Leute, während mein Sensor von der Wii herunterfällt. Ich begrüße euch zum ersten Villager-Hunting-Stream. Wir jagen heute einen selbstzufriedenen Bewohner, denn ich habe es geschafft, Quentin von der Insel zu vertreiben. Oh, mir ist eben noch kurz vorm Stream überhaupt erst eingefallen, dass ich dieses kleine Overlay noch machen wollte. Das war alles ein bisschen stressig. Aber hat alles noch geklappt. Meine Instant-Nudeln sind noch nicht ganz alle, also die muss ich gleich noch aufessen. Die Tür ist noch nicht ganz zu. Hey Kefler, hey Hannah, hey Noobmaster. Ich habe ein paar Meilen-Tickets. Kuruka war zum Beispiel so nett, mir ein paar Meilen-Tickets zu geben. 20 hat sie mir gegeben, schon ein bisschen her. Und ich habe auch selbst ein paar Meilen gefarmt, also ein paar kann ich mir auch holen. Also mal gucken, wie viele Inseln wir kriegen. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob wir da was finden können. Giuseppe und Felix, ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Rübenpreis 61 Sternis. Klingt gut, klingt gut. You tried. Na, was gibt's hier? Oh, sheesh, direkt wieder Geschenke von Noobmaster. Bin ich ja mal wieder gespannt, ne? So. Schon alles vorbereitet, 30 Meilen-Tickets schon dabei. Was haben wir hier? Schwimmbecken. Oh, sheesh, das ist dieses Meilen-Ding. Auch nice, vielen Dank. Und eine Harfe. Ja, danke. Nehme ich, vielen, vielen Dank. Daniel, hat ihr deinen neuen Bewohner noch nicht gezeigt? Nein. Gleich kommen noch zwei. Oha. Oha. So. Okay, bei den ersten paar Inseln werde ich es auch ausnutzen und mir die Ressourcen gönnen. Weil Ressourcen kann ich auch gut gebrauchen. So. Hier haben wir ein leeres Grundstück. Tada! Niemand wohnt hier, es ist noch nicht verkauft. Und deshalb können wir heute auf die Jagd gehen. Ich bin richtig aufgeregt, ich hab voll Bock. Also Visa mache ich jetzt nicht. Ich werde mich heute nicht davon ablenken lassen, irgendwelche anderen Sachen zu machen. Ich habe extra schon alle Löcher hier ausgebuddelt und alle Steine gehauen und so. Heute wird einfach nur gevillager hunted. Wie sich das gehört. Oh, nice, Felix. Voll gut. Sunny ist jetzt mein Muhaha. Mal gucken, ob ich heute Raymond, na, Gunnar, Huschke oder Günther meinen machen kann. Hey, Ole. Werbespots von Raid Shadow Legends of YouTube? Oh, keine Ahnung. Ups. So. Dann fliegen wir direkt mal zur Insel 1, würde ich sagen. Mein Ticket nutzen. Auf wie geht's? Hier regnet's. Okay. Na, was sagt ihr? Erste Insel, direkt ein Treffer? Bei mir wäre sowas eigentlich nicht verwunderlich. Ich habe brutal Glück mit sowas. Auch beim Shiny-Hunten in Pokémon habe ich immer extremes Glück. Aber erste Insel wäre natürlich schon krass. Na, wen haben wir? Ein Affe! Süß! Oh. Warte, wie heißt der nochmal? Den kenne ich auf jeden Fall. Cute. Pippo! Ah, er ist sportlich. Na, sportlich habe ich auf jeden Fall schon genug auf meiner Insel.
Das ist so spannend. 5-Sterne-Bewertung. Glückwunsch. Geil, endlich. Den hast du heute vertrieben? Ach was, okay. So, ich werde mir auf jeden Fall hier diese Steine mal gönnen. Das kann nicht schaden, denke ich. Ist hier auch irgendwo. Na gut, Unkraut ist eigentlich auch nicht so schlecht für mich. Ralf, ich grüße dich. Willkommen im Stream. Willkommen zu meiner ersten Villager-Jagd. Oh, damn it. Nein. Nein, nein, nein. Du hast es verbockt. Ja. Kannst du mir meine geben? Okay, danke. Möchte jetzt nicht, dass es in einen Streit live im Internet ausartet. Danke. Danke, Daniel. Sehr Ah, freundlich. bitte, Hannah. Uff. Warum jetzt eigentlich diese drei Bewohner? Warst du nicht die ganze Zeit heiß auf so eine Eigenschaft, die es nur bei weiblichen gab? Ja. Ich weiß nicht, ob du im letzten Stream da warst, Ole. Da hatte ich eine Bewohnerin auf dem Campingplatz, die genau diese Persönlichkeit hatte und die auch noch eine der absolut beliebtesten Bewohnerinnen überhaupt ist. Und die habe ich jetzt auf meinem Campingplatz. Das heißt, jetzt brauche ich einen selbstverliebten Bewohner. Wann mache ich wieder einen Zuschauer-Insel-Stream? Weiß ich noch nicht. Habe ich mir noch nicht überlegt. Mal gucken. So, Pippo, du hast mir meine letzte Ressource versaut. Das ist schon mal direkt ein Ausschlussgrund für dich. Sorry, not sorry. Aber so läuft das hier nicht. So, ich glaube, ich sammle einfach nur alles normale Holz, was ich hier kriegen kann, ein. Ich glaube, das klingt vernünftig. Ich werde das auch nicht die ganze Zeit machen, wie gesagt. Nur jetzt auf den ersten Inseln werde ich das mal ausnutzen, dass ich ein paar Ressourcen kriegen kann. Oh, Palmen bringen mehr Hartholz, ha? Huh? Die neue heißt Misuzu. Von der wurde auch oft schon im Stream geredet. Oh, warte, durfte ich das? Ja, ich glaube, das durfte ich. Okay. Ich habe gerade einmal meinen Stream Manager reloaded, ohne überhaupt zu wissen, ob das auf YouTube auch okay ist. Aber es scheint okay zu sein. Ich glaube, der Stream ist nicht abgebrochen. Ja, es ist so ein kleines weißes Bärchen mit so Anime-Augen. Die ist echt cute. Und die ist super beliebt, soweit ich informiert bin. Ganz viele sind auch völlig ausgerastet, als ich die dann auf meinem Campingplatz hatte. War sehr witzig. Hat jetzt nichts im Stream gemacht, oder? Dass ich einmal kurz gereloadet habe. Ich hoffe, das war alles in Ordnung. Oh, magst du den grünen Elefant Olga? Die finde ich auch richtig cool. Die hätte ich auch richtig gerne gehabt bei mir. So. Mal das Axten hier. Huch. Oh, ah, Holz. Geil. Ab 7 habe ich dann auch Chance auf Skorpioneninsel. Oh, zweimal Holz. Perfekt. Also, das ist dann auch noch so ein extra Faktor. Oh, hier gibt's aber viel Holz. Ich bin begeistert. Ich hoffe auch auf Golderz. Golderz könnte ich mal wieder gebrauchen. Die geht bei eBay für 15 weg. Ja, das ist eine der beliebtesten Bewohnerinnen. Das wurde mir auch schon mehrfach gesagt. Mal gucken, ob ich, ob ich vielleicht ein bisschen Geld mit ihr verdiene oder ob ich sie behalte. Obwohl ich die Vorstellung, damit Geld zu verdienen, echt ultra weird finde. Aber ich meine, Geld ist Geld, ne? Haben oder nicht haben. Mal gucken, vielleicht kriege ich heute auch noch Raymond. Und dann kann ich vielleicht einfach reich werden. Das wäre auch nice. Hey, Denice, schön, dass du da bist. Die Amiibo-Karte von Misuzu? Warte.
Ach so, okay. Nee, wahrscheinlich, dass man sie auf der Insel abwerben darf, ne? Dass man sie in Kartons hat und dass man auf die Insel kommen darf, um sie abzuwerben, schätze ich jetzt mal. Die Amiibo-Karte gibt's, glaube ich, von der gar nicht. War bei dir schon der Biber? Schon öfters, ja. Glaube, ich mache das mal so, bis Schaufel und Axt kaputt gehen oder so. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Ich hätte auf jeden Fall gerne viel Holz, weil ich habe halt gar kein Holz. Also, oder hatte bis zu dieser Insel eigentlich gar kein Holz. Was ein bisschen belastend ist. Der hat dir Angst gemacht. Lustig. Ich finde ihn mega cool, weil er so ein Hacker-Dude ist. Das feiere ich. Das geht, ja. Zum Beispiel, für Misuzu musste Sunny meine Insel verlassen. Und Kefla durfte Sunny dann von mir abwerben. Okay, gönnt euch. Und mehrere haben auch versucht, Misuzu abzuwerben. aber das ging dann nicht mehr, weil ich sie dann schon fest hatte. Also, wenn ich sie vom Campingplatz überzeugt habe, zu mir zu ziehen, kann sie niemand anderes vom Campingplatz auch noch kriegen. Wir haben es versucht, aber ging leider nicht. Auch wenn ich vielen Leuten mit Misuzu eine Freude gemacht hätte. Wieso Günther? Ich feiere Günther. Ich bin großer Günther-Fan. Ich finde es so lässig, dass der ein Hacker ist. Der ist mir sehr sympathisch, der Boy. Sunny war der Koala. Ja, genau. Also ich mochte Sunny auch, aber er war mir jetzt nicht so super wichtig. Deshalb fand ich das okay. Ansonsten werde ich wahrscheinlich noch, Frank und Fritzi im Laufe der Zeit von meiner Insel vertreiben, weil ich gerne noch Rüdiger und Sabine hunten möchte, weil so meine Eltern heißen und beide haben einen Animal Crossing Charakter und ich hätte schon gern meine Eltern auf meiner Insel, das wäre ziemlich witzig. Man kann generell niemanden von anderen Campingplätzen holen, ach was. Aber ging das nicht mal? Ich dachte, das hätte mal funktioniert. Jumanji hat auch mal Günther, okay. Ja, irgendjemand, dessen Insel ich mal besucht habe im Stream, hatte auf jeden Fall Günther. Da habe ich das erst gesehen, dass er so ein Hacker-Dude ist und da dachte ich dann so direkt so, oh, sheesh, den brauche ich. Sunny war gefühlt der Einzige auf deiner Insel mit Stil. Pff, wie bitte? Das empört mich. Ich muss mir mal kurz Instant-Nudeln reinsnacken. Rüdiger und Sabine. Der hat ihn gehasst? Wie, was? Günther ist doch einfach nur lässig. Okay, ich sehe schon. Günther ist hier nicht so beliebt. Also wenn es nach euch geht, soll ich eher Huschke oder Nachgerät Gunnar kriegen, anscheinend. Ich weiß nicht. Ich finde Günther cool. Sabine ist so ein rosaner Wolf und Rüdiger ist ein blaues Nashorn. Ich glaube, Sabine ist entweder peppig oder hochnäsig. Und Rüdiger ist faul. Ist Gunnar der Hamster? Nee, 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 Gunnar ist die Katze. Gunnar ist die Katze, Huschke ist das Eichhörnchen und Günther ist der Hamster. Günther, genau, ja. Sorry fürs Essen, BTW. Ich bin irgendwie heute ein bisschen in Stress gekommen, kurz vorm Stream, weil ich dieses Layout noch machen wollte. Deshalb muss ich gerade erstmal mein Abendbrot fertig essen. Sabine ist lieb. Also normal, ausgeglichen? Oder wie? So, wie sieht mein Inventar aus? Natürlich, okay. 17 Holz gekriegt. GG's, Alter. Das ist schon mal sehr nice. Ich glaube, mein YouTube-Streaming-Ding will heute meine Zuschauer nicht aktualisieren. Das ist ein bisschen stressig, aber gut. Vielleicht sehe ich ja dann wenigstens nach dem Stream, wie viele Zuschauer ich hin und wieder so hatte. Ich weiß, dass Gunnar diese Katze ist. Ich habe keine Ahnung. Doch, ich kann das absolut nachvollziehen. Also, er ist jetzt auch nicht mein Favorit, aber wenn man den sich mal anguckt. Der sieht ultra stylisch aus mit seinem Outfit. Der hat zwei verschiedenfarbige Augen. Katzen sind generell beliebt. Also,
Kann ich absolut verstehen, dass der beliebt ist. Danke, Felix. Auf, wie geht's? Insel Nummer 2. Here we come. Uff. Wieso regnet es hier überall? Apfelbäume? Oh, not bad. Ich könnte die alle ernten und dann verkaufen. Rosen gibt's hier. Na, wen haben wir hier? Oh no, oh no, oh no, oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Kein Fan, kein Fan. Definitiv nicht. Not my favorite. Nun gut. Nope. Weiß gar nicht, ob ich das Eisen jetzt überhaupt sammeln sollte. Ich mach's einfach mal. Ich habe halt so viel Eisen. Also die Steine und Golderz natürlich auf jeden Fall, aber. Ach, ich glaube, ich gehe nicht auf die erhöhten Ebenen. Hey Emil, ich grüße dich. So ein Typ, der Wikipedia-Artikel aussucht, um sie zu lesen und dann ständig in Konversationen reinschneit, um seine informierte Meinung. Ich meine, vielleicht ist er so ein Typ, ne? Er ist auf jeden Fall selbstzufrieden, also würde passen. Ich lerne jeden Tag 3 Wikipedia-Seiten auswendig. Ich sammle mal nur noch den Stein und potenzielles Golderz ein, würde ich sagen. So, warte. Da ist noch was. Ba 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 bam bam badam. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Ba-da-da-dum-bam-ba-dum. Da-na-na-na-da-na-na. Zum Axten. Hol ich mir die Äpfel? Ach nö. Okay. No. Na, egal. Das mit dem Holz ist eigentlich richtig praktisch. Weil ich so krass out of normales Holz bin, dass ich das echt alles gebrauchen kann. Nope. Das sollte ich auf jeden Fall tun. Wieso war das nur eins gegeben? Da war ja wohl mehr Platz als für. Obwohl da war Unkraut, ne? Deshalb. Oh, hier kriege ich richtig schön viel normales Holz. Nice. Tja, Lilly, ich mache deine schöne Insel ein bisschen kaputt und dann hau ich wieder ab. Wie fühlt sich das an? Muss ich mal informieren, wie man gut an Meilentickets rankommt. Irgendwie. Ob es irgendwie so ein Forum dafür gibt, wo man sich so welche organisieren kann oder so. Weil. Also der Streamer, den ich hin und wieder gucke, der ist jetzt schon wieder bei über 1000 für den Bewohner, den er gerade sucht. Und so viele Meilentickets zu kriegen, ist halt crazy. Also. Da muss ich mir irgendwie was überlegen. So. And we are out. Los geht's.
Ich möchte fliegen. Auf geht's. Seid ihr auch manchmal so ganz dreist und berührt den Powerschalter heimlich, während da steht, bitte nicht den Powerschalter berühren. Ich mach das hin und wieder, weil ich ein echter Gangster bin. Ja, süß, ne? Generell, die Regen-Outfits von denen finde ich immer richtig cute. Akira, hast du einen Ohrwurm von Apache? Schön, dass du da bist. Oh, Bambus? Na, obwohl, ich habe jetzt eigentlich relativ viel Bambus. Ich glaube, ich brauche nicht mehr. Muss ich mir jetzt nicht extra gönnen. So, Nummer 3. Nummer 3. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no. Oh, no, no, no. Not like this, not like this. Alle Fossilien, ey, GZ. Nice. Ich verarsche, dann habe ich den hast du mit aller Macht verjagt. Ich bin Günther Fan. Aber es haben das ja alle so gefragt. Hä, du suchst Günther? Was ist mit dir denn falsch? Aber ich feiere, dass das ja so ein Hacker-Dude ist. Ich mag den, ich finde ihn sehr sympathisch. Die ist süß. Oh. Ach joa, schon irgendwie. Aber ich weiß nicht, die Kühe, die sprechen mich nicht so an. Ich finde die ein bisschen lame irgendwie. Beleidige nicht meine Nelly. Sorry, ich habe nur oh no 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 gesagt, glaube ich. Ja, die ist schon ganz süß, I guess. I'm sorry. Da-da-da. Wie viel Mindiges habe ich? Bisher 30. Ich kann mir noch so circa 15 kaufen. Aber ja, das ist alles, was ich bisher habe. Günther aus Villa. Ja doch, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ah, schön. Hä, was ist da rausgekommen? Ih, eine More Cricket. Ich trete dich kaputt. Das finde ich witzig. Ganzen Bambus-Sprossen grabe ich jetzt nicht aus. Huschke haben können, habe ich nicht genommen. What? Krass. Huschke ist von den... Also Huschke ist ja auch ein super beliebter Bewohner, soweit ich weiß. Und von den super beliebten... Ist Huschke, glaube ich, auch noch vielleicht mein Favorit. So, ansonsten die ich mag, sind, glaube ich, eher nicht so super beliebt. Wobei, ich glaube, Sid ist auch relativ beliebt. Entschuldigung, Heuschnupfen kickt wieder ein bisschen. Verzeiht's mir, wenn ich hin und wieder ein bisschen niese oder schniefe. Aber ansonsten von den Beliebten finde ich Huschke schon extrem nice. Der ist einfach cool. Der hat einfach was. Dann ist es an uns, dir zu mehr Tickets zu verhelfen. Also, wenn jemand Tickets für mich über hat, ich bin, kriege da meine ewige Dankbarkeit. Und auch sonst irgendwas, also falls ich dieser Person irgendwas Gutes tun kann, gerne Bescheid sagen. Aber ja, ich bin auf der Suche nach meinen Tickets. Es wäre nice. Dankeschön, Hanna. Du könntest doch gut noch ein bisschen Unkraut einstecken, wenn du huntest. Ja, ich musste brutal timeskippen, um Quentin loszuwerden. Und dabei habe ich so viel Unkraut auf meiner Insel produziert, dass ich jetzt erstmal set bin. Du meinst Speichel-Yeeten? Ja, wollen wir Niesen ab jetzt Speichel-Yeeten nennen? Also... können wir von mir aus machen. Mm.
Das ist voll, das sind voll die Shiny Hunting Flashbacks gerade. Aber das ist sogar irgendwie cooler, weil man auf jeder Insel irgendeinen Bewohner trifft. Das finde ich dann dadurch fast schon spannender. No, der nächste Tiger. Warum? Ich will doch aber gar keine Tiger. Ich mag Tiger nicht mal. Ah, das ist schon wieder Tamara. Die hatte ich schon mal auf einer Insel. Ah, ich meine, die heißt wenigstens Tamara. Das ist nochmal ein Pluspunkt für sie, aber. Das bist du, Wahnsinn. Okay, die ist auf jeden Fall peppig. Da habe ich schon Svenja. I don't know. I don't know. Alle so, warum willst du diesen Hamster haben? Der ist doch voll blöd. Ich für meinen Teil bin großer Fan von Günther. Okay. Ich mag Günther. Also hört bitte auf, hier alle Günther zu diskriminieren. Das wird jeder fragen, der heute in den Stream kommt. Hundertprozentig. Ich grüße dich, Leo. Gar kein Stress. Ich streame erst seit 26 Minuten. Hast noch nichts Großes verpasst, außer ein paar Bewohner, die ich nicht haben wollte. Müsst ihr doch selber Günther heißen? Nee, das nicht. Also der Name ist jetzt nicht unbedingt der ausschlaggebende Grund dafür. Mit Daniel bin ich schon ganz zufrieden. Oh, da geht meine Axt dahin. Vielleicht gönne ich mir gleich trotzdem eine neue. Ich finde das eigentlich richtig praktisch, das Holz wegzuernten. Also das ist wirklich sehr nützlich. Wenn ich nach dieser Tour dann auch ewig viel Holz habe, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Oh, ja, ein Command, warum Günther? Das ist. Oder einfach generell ein Günther-Command. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Trinkst du manchmal auch einen kalten Kakao? Ehrlich gesagt kann ich mich nicht an das letzte Mal erinnern, an dem ich einen kalten Kakao getrunken habe. Also warm Kakao sehr gerne. Es gibt so einen richtig geilen Marzipan, so eine Marzipan-heiße Schokolade von Niederegger. Oh yes, Golderz, let's go. Die gönne ich mir gerne hin und wieder, aber kalt eigentlich eher nicht so. Stimmt, ich habe tatsächlich noch deine Goldaxt. Oh, dann nehme ich die einfach. Geil. Gut, dass du mich daran erinnerst. Könnte es halt sau. Ja, aber du kannst jetzt Leute nicht einfach wegen ihres Aussehens diskriminieren. Hallo? Also solche toxischen Sachen möchte ich hier nicht in meinem Streamchat unterstützen. Günther hat innere Werte, okay? Also es ist ja unmöglich. Der arme Günther. Glaub's ja wohl nicht. Ja, ist ein nicer Nerd, genau. Ja, ich hab's auch schon mal getrunken. Ich find's auch, glaube ich, ganz lecker, aber wenn ich so das Bedürfnis auf so ein, ich nenne es mal, dickflüssigeres Getränk habe, also sowas wie Kakao oder irgendwie so ein Milchgetränk oder so, dann eher in warm so. Ansonsten, wenn ich Bock auf ein kaltes Getränk habe, habe ich eher Bock auf so eine Fritz Cola. Oder sowas. Alter, ihr seid so gemein zu Günther. Ich hoffe richtig doll, dass ich Günther kriege. Lache ich euch alle aus. Dann müsst ihr ihn jedes Mal im Stream müsst ihr dann Günther angucken. Und ich rede dann extra oft mit Günther. Und besuche ihn immer und so. Ja. Das wird super. Ich und Günther gegen den Rest der Welt. Dann gönne ich mir jetzt deine Goldaxt, Noob Master, es wird Zeit. Ja, er ist von sich selbst überzeugt, weil er weiß, dass er Swaggy ist. Er hat absolutes Recht, von sich selbst überzeugt zu sein. Außerdem ist er ein crazy Hacker, Programmierer, du. Das ist doch nice. Ja, guck mal. Wo ist meine Günther-Gang hier? Wo ist meine Hashtag Günther-Gang? Also wirklich. Der arme Günther-Schrein. Da opfern wir dann Gunnar.
Okay, ich hole mir kurz die Goldaxt. Ich habe schon ein Golderz aus 4 Inseln. Das ist mega. Ich gönne mir auch direkt eine neue Schaufel, glaube ich. Habe ich nicht auch noch eine Goldschaufel von dir? Dann hole ich mir die direkt mit. Die Geschenke gucke ich später an, Noob Master. Ich will jetzt möglichst zügig dann weitermachen. Hashtag Günther. Günther war auf deinem Campingplatz, aber du wolltest ihn nicht. Du hättest den locker verchecken können. Du hättest locker Kohle dafür den gekriegt. Hey Sophie, ich grüße dich. Doch, habe ich aber heute früh schon gemacht, als ich den Stream vorbereitet habe. Doch, Flaschenpost ist wichtig. Also Bauanleitungen, da habe ich ja noch längst nicht alle. So, Lager. Ist aber ein Spiel, wo die Persönlichkeit einen Algorithmus generiert. Darf man Leute auf das Aussehen reduzieren? Ich weiß nicht, ob ich damit einverstanden bin. Okay, eine Goldschaufel scheine ich nicht zu haben. Das setzt ein falsches Bild, Emil. Wir hier im Stream müssen dieses Stigma brechen und dafür sorgen, dass Videospielcharaktere auch für ihre Persönlichkeit wahrgenommen werden, finde ich. Ich glaube, das ist wichtig. Das tue ich mir nicht an für die Goldschaufel. Du meinst, Gulliver so oft retten? Ja, kann ich verstehen. Der Dude ist echt nervig. Ich habe Grenzen. Dieser Spiegel ist ganz swaggy, den habe ich mir heute schon gegönnt. Das ist meine Meinung, du Timeskipper. Oh, sheesh. Jetzt werden die schweren Geschütze aufgefasst. Oha, oha, hey, ich habe nur getimeskippt im besten Interesse für meine Zuschauer. Ich möchte meinen Zuschauern Villager-Hunting-Streams bieten und dafür muss ich nun mal Villager verscheuchen. Und anstatt, dass ich jetzt erst in 3 Wochen einen Villager-Hunting-Stream machen kann, weil erst dann Quentin ausgezogen wäre, habe ich extra diese Last auf mich genommen und gegen meinen eigenen Willen getimeskippt, um Quentin zu vertreiben und um euch nicen Content zu geben. Also ich finde, das sollte nicht als Beleidigung für mich verwendet werden. Idee für deine Insel, Daniel. Diesen kleinen 1 Feld breiten Wasserweg könntest du durchbrechen mit Wasser und so eine Art Hüpfweg basteln, warte. Musst du nochmal genauer erklären. Welchen 1 Feld breiten Wasserweg meinst du und was meinst du mit durchbrechen? Also meinst du, dass da dann nur so einzelne Stellen Wasser sind quasi? Nehmen wir ja zum Beispiel bei Link die Persönlichkeit wahr. Ja, echt? Bei Link aus Zelda Games? Ich finde, der hat weniger Persönlichkeit als Günther. Ich hätte mir noch eine Fritz Cola kaufen sollen, ey. Koffein wäre eigentlich ganz geil gerade. Ich bin heute so müde schon wieder. Okay, also wenn du quasi ein Feld Land, ein Feld Wasser, ein Feld Land. Ah. Ach so, aber über ein 1 Feld breiten Wasserweg kann ich auch so rüberspringen. Also ich kann auch über 2 Felder Wasser rüberspringen. Ich glaube, bei 3 hört es auf. Oder ich glaube, bei 3 brauche ich jetzt meinen Stab oder so. Bei deiner 10. Tasse Kaffee. Ja, Gönnung. Aber Kaffee trinke ich gar nicht. Ich kriege davon immer Magenbeschwerden. Aber. Oh, ist eine Ente. Die ist bestimmt süß. Du musst meinen Brief angucken im Stream. Nicht unbedingt jetzt sofort, aber noch im Stream. Es ist mir ein Bedürfnis. Ich habe nämlich das perfekte Geschenk. Echt? Oh, geil. Okay, das mache ich dann. Günther Gang, jawohl.
Der hat halt gerne dafür persönlich. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Okay, den finde ich süß, zumindest. Also. Wie heißt denn du, kleiner Mann? Oh, klein. Oh! Entschuldigung! Daune ist wahrscheinlich ein Frauenname, oder? Ah, die ist süß. Oh, gleich direktes Fettnäpfchen. Autsch. Aua, aua, aua. Ich finde, Ganondorf verliert sehr viel von seinem Eindruck. Dadurch, dass er so in allen Smash Games übergreifend, in denen er drin ist, wahrscheinlich insgesamt der schlechteste Charakter ist, den es gibt. Dadurch verliert er ein bisschen von seiner Bedrohlichkeit, finde ich. Come on, Golderz. Come on, Frogboy braucht Golderz. Damn it. So, Goldaxt, meine Freunde. Sing, sing, sing. Geil. Fühlt sich gut an. Shoutouts an Noob Master dafür, dass er mir diese Goldaxt spendiert hat. Oh, ich habe gar nicht aktualisiert hier. Also Ganondorf ist seit Melee dabei, ne? Er war auch in Brawl, soweit ich weiß. Und er ist in jedem Smash-Game einfach so unterirdisch schlecht. Es geht einfach nicht. Also. Dadurch, wenn ich ihn in den Zelda-Games sehe, denke ich immer so, ach ja. Der kleine Ganondorf jetzt wieder. Der Süße. Wenn ich ihn einmal auf Stage kriege, ist er sowieso tot. Außerdem mit der großen Hurtbox wird er eh nichts reißen können. Seine Moves sind auch alle ultra langsam. Habe ich nichts zu befürchten. Da ist sogar Peach besser. Ich nehme an, das ist jetzt ironisch gemeint. Nur so wegen der Tatsache, dass Peach einer der besten Ultimate- und Melee-Charaktere ist. Was bringt die Goldaxt? Ich glaube hauptsächlich Swag. Und sie hält halt länger, ne, als die zweitbeste Axt, sag ich mal. Oh, auf so ein Loch kann nichts fallen. Okay, gut zu wissen. Für eine Mini-Bücherei, das klingt. Oh ja, die Dinger sind cool. Oh, wieso sammle ich das gerade ein? Na gut, dann mache ich es halt. Günthers Brille. Viel besser. Oha. Oha. Das wird natürlich heftig. Ich finde es richtig witzig, die Schnecken zu vertreiben. Auf genau diesem Insellayout war ich doch vorher schon. Belastend. Ich will neue Inseln sehen. Brrp. Brrp. Spielst du Smash, Emil? Also Ultimate? Die Goldaxe sieht schon echt fancy aus, ne? Also. Oh, ich krieg so viel Holz. Das ist so gut. Das ist so gut. Yay. Endlich. Wespen. Freue ich mich auf Breath of the Wild 2 überdimensional doll. Breath of the Wild 1 ist eins meiner absoluten Lieblingsgames aller Zeiten. Und diese Liste ist ansonsten nur mit GameCube und Gameboy-Spielen besetzt. Also das will schon was heißen, dass so ein neues Game es in meine Top 5 geschafft hat. Und ich bin ultra excited. Ich habe mega Bock. Breath of the Wild ist auch weiterhin das einzige Zelda-Game, was ich komplett durchgezockt habe. Bei allen anderen Zelda-Games verliere ich irgendwann die Lust. Aber bei Breath of the Wild nicht. Und das würde ich auf jeden Fall auch nochmal zocken. Kann ich mal Smash mit der Community spielen? Uff, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht versprechen. Ich habe eine sehr große Abneigung dagegen entwickelt, Smash Ultimate Online zu zocken. Und deshalb kann ich dir das nicht versprechen, dass ich das mal machen werde. Smash Stream, wärst du dabei? Immerhin wären wir dann schon zu dritt.
Ist zumindest in näherer Zukunft nicht geplant. Skorpioninsel wäre geil. Die würde ich auch noch durchfarmen. Ich kann den Hard Mode empfehlen. Das könnte ich nochmal machen. Ich habe die DLCs auch nie gezockt. Online ist doch toll. Ja, das ist ganz besonders toll. Ich gucke mir jetzt mal kurz die Hannas Brief an. Breath of the Wild war eines der wenigen Spiele, wo ich mir dachte, komm, holst du noch den DLC, weil die Developer es einfach verdient haben. Ja, da kann ich nur zustimmen. Eigentlich ist es auch echt eine Schande, dass ich die nicht gezockt habe. Ich glaube, das muss ich echt mal machen. Aber ich bin gerade gönne ich mir mal wieder Sunshine, so in meiner Freizeit, Mario Sunshine. Danach wollte ich mir eigentlich mal wieder SpongeBob der Film gönnen. Und mal gucken, vielleicht kommt danach Breath of the Wild und dann hole ich mir auch nochmal die DLCs. Kickt der Joy-Con Drift wieder, Kira? Da bin ich mal gespannt, was ich hier wieder bekommen habe. Perfektion. Ach du Scheiße, okay. Ich habe Angst. So, das war dann wahrscheinlich das Letzte, ne? Jetzt kommt's. Goldtoilette! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, die muss ich gleich aufstellen. Das klingt ja mega nice. Lichtkranz? Ach der! Ah, den habe ich schon, aber danke. Der Heiligenschein. Oh, na, warum ist... Why? SpongeBob der Film für die... gab es auch für GameCube, genau. Aber in meinem Fall ist es dann für GameCube. Pagode. Warte, was ist das nochmal? Ist das nicht was Krasses? Alter, Dankeschön. Das ist ja geil. Oh mein Gott, vielen Dank. Ich bin begeistert. Was ist Kesselbad noch? Auch voll nice. Danke für die tollen Sachen. Geil. Okay, die Goldtoilette muss ich jetzt einmal aufstellen, das geht nicht anders. Ja, SpongeBob, der Film ist ein mega geiles Game gewesen. Das, also generell, so Filmgames sind ja meistens nicht so das Wahre, aber das Game ist absolut nice. So, eine Goldtoilette. Ich meine, es ist so super random, aber sie muss hier rein. Sie muss hier einfach rein. Ah, nee, komm, die kommt hier so neben den Kamin, glaube ich. Mega. Mega. Könntest du mir bestellen jetzt die Pagode? Mach ich, Kevlar, kein Stress. Also nicht jetzt direkt, aber schenke ich dir, wenn du magst. Mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen müde heute, aber generell geht's mir gut. Ah, shit, okay. Kevlar, wenn die von Gulliver ist, kann ich sie dir nicht bestellen. Sorry. Das packe ich erstmal ins Lager. Ich packe mal die ganzen anderen Sachen auch ins Lager. Die kommt in meinen Zen-Garten. Voll geil. Echt vielen Dank, Nutmaster. Du schenkst mir so krass viele Sachen. Wenn ich mal was Gutes für dich tun kann, irgendwie, ne? Sag einfach Bescheid. Da finden wir schon irgendwas, wie ich mich irgendwie revanchieren kann mal. Da, dieser. Klo vor dem Fernseher, beste Combo, ja, oder? Genau in die Mitte. Hast nicht Unrecht, hast nicht Unrecht. Ja, steht schon das Sofa. Monströse 109 Sternis, bruh. Ja, die Gulliver-Sachen kann man ja leider nicht bestellen. Sorry. Ja, echt mega. Mega, mega, mega. Und vor allem, das Ding habe ich schon beim Freund gesehen und fand das so krass. Und hatte schon öfters gehofft, dass ich das kriege. Oh nein, Emil. Na gut, denn vielen Dank, dass du da warst. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Die Glückskatze habe ich auch nicht. Aber ich bräuchte sie, um die Goldkatze herzustellen. Ein Meilenticket habe ich, genau. Habe ich nicht sogar von dir das Rezept für die Goldkatze bekommen, Noob Master? Habe ich irgendwie so das Gefühl.
Wolltest du nicht die Pharao-Katze? Du meinst Cleo oder was? Also ich fand die cool, aber jetzt habe ich ja Misuzu als hochnäsige Bewohnerin, also. Und also. Ich fand sie nur cool. Also ich war jetzt nicht die höchste auf meiner Prioritätenliste. Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Endlich Holz, ey. Yes, gönnt euch. Volle Elle. Immer rein damit. Willst du einen Goldthron? Es gibt einen Goldthron. Du erzählst mir, dass es einen Goldthron gibt. Den, ja, den will ich. Den will ich auf jeden Fall. Du hast die Anleitung? No way. Ach du Kacke. Ja, muss ich mal ein bisschen Golderz sammeln. Ich habe gerade locker nicht genug dafür. Aber sobald ich Golderz dafür habe, würde ich da auf dich zurückkommen. Da kommt der nämlich in die Mitte meines Goldzimmers vor den Fernseher. Das ist ja crazy, Alter. Ein Goldthron? Holy fuck. Ich grinde jetzt hier nicht alle Bäume ab, nur auf der untersten und auf der Ebene, wo der Bewohner ist. Oh, hier war gar nicht Nummer 6 gemacht. Stein. Oh, die ist cool. Die feiere ich. Die finde ich richtig gut. Ah, ich habe schon einen Frosch. Dörte! Ich wusste gar nicht, wie sie Dörte heißt. Zum Abhotten. Zum Abhotten. Sag mal, hast du hier auch noch nicht so wirklich eine Location zum Abhotten gesichtet? Kann mich jemand aufklären, was das Wort Abhotten bedeutet? Meine ruhige Kuhstimme ist ja okay, aber ein bisschen mehr Action hätte ich mir doch vorgestellt. Also ist die peppig, nehme ich mal an. Wird halt mal gechillt. Was? Was ist Abhotten? Klärt mich auf. Klärt mich gerne auf. 5 Golderz? Oh, das habe ich vielleicht sogar zusammen. Also eventuell. Bin nicht sicher. Dörde ist echt toll. Gefällt mir auch. Also a fan. Definitely, definitely. Gucken, ob ich das schaffe hier so einfach mit der Wand. Ah, geil. Dörte X Tano. Das mache ich, Kevlar, das mache ich. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich will wirklich 10 verschiedene Tiere schon auf meiner Insel haben, at all times. Dafür gibt es einfach zu viele coole Arten von Bewohnern, weißt du? Auch wenn ich die Frösche am liebsten mag. Ja, geil. Da ist es mir doch wichtiger, die Vielfalt aufrechtzuerhalten. Eine ganze Insel voller Frösche, das wäre natürlich das andere Extrem. Wäre auch sehr nice im Grunde. Ich meine, Frösche sind schon. Frösche sind einfach Boss. Komm, hier ist auch irgendwo Golderz drinne. Königskrone. Ich hab die, ja. Oh yeah. Willst du die Königskrone haben? Ah, guck mal. Da kriegen wir sicherlich was hin, Noob Master. Was ist das für eine. Das ist eine rote wahrscheinlich, ne? Ja. Bye, Dörte. Ich mag dich. Insel voll mit Fröschen und jeder, der ihn besucht, muss ein Froschkostüm anhaben. Sich das das wäre schon auch witzig, ja. Ein
Miep, 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 miep. Meine Ticket. Yes. Ich hab heute sogar getweetet, ne? Meine ich. Habe ich auf jeden Fall. Irgendwo. Oder? Ja, ich habe getweetet. Easy. Ich bin so gut. Ich bin so vorbildlich. Würdest du auch Misuzu nehmen? Ich habe Misuzu. Habe ich im letzten Stream auf meinem Campingplatz gehabt. Thomas, ich grüße dich. Willkommen im Stream. Hoffe, dir geht's gut. Ich dachte im ersten Moment so Skorpioninsel. Hier kann man doch so rüberspringen, oder? Oder auch nicht? Okay. Eine Koala-Dame. Auch cute. Finde ich auch ganz süß eigentlich. Oh, okay. Als ob, WTF. Die auch aber lag. Ja, echt. Ich meine, Hochnäsig war die einzige Persönlichkeit, die mir gefehlt hat. Deshalb war die Chance für hochnäsige Bewohner auf meinem Campingplatz größer. Aber dass ich ja Misuzu kriege, ist natürlich echt Glück. Huch. Oh, hab ich gesehen. Kennst du Knickknack Gaming? Mir wird angezeigt, dass du ihm auf Insta... Tatsache? Vielleicht ist der mir mal gefolgt und ich dachte so, oh cool, ein Gaming-Dude, der mir folgt, ich folge dir mal zurück oder so. Also, ich glaube... So, direkt kenne ich den eigentlich nicht. Zeichnen? Oh, mach. Kannst immer gerne an mich tweeten. Möchte ich immer gerne sehen. Die ist süß. Die mag ich. Alter, heute ist aber... Das ist das zweite Mal von sechs... Sieben, ne? Ja, ich glaube, wir sind jetzt bei sieben. Zweite Mal von sieben Bewohnern, dass ich das Geschlecht verwechsel. Wow. Sorry, Oscar, tut mir leid. Altes Haus. Ist das nicht die Insel, wo immer in der Mitte ein Golderz ist? Ist das das vielleicht? Ich meine, so eine Insel gibt es. Nein, 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 nein. Ja, falls hat Oscar mir das jetzt verbaut. Danke, Oscar. Schon finde ich dich nicht mehr so niedlich. Wenn da ein Golderz drin war und ich deswegen dir verpasst habe, Oscar, dann, ja, weiß ich auch nicht. Du bist ein virtueller Charakter. Dachte, du kennst dein Lieblingsstreamer? Ach, krass. Guck an. Ist ja witzig, dass wir uns auf Instagram folgen. Wenn das dein Lieblingsstreamer ist, muss ich mir den ja mal angucken. Bewohner-Commissions? Oh, das ist ja toll. Fände ich cool. Ach ja, auf Unkraut kann ja nichts fallen, ne? Okay. Irgendwas Gutes? Ne, okay. Dann nochmal ein bisschen Axten. Piu, piu, piu. Hä? Oh, na gut. So erreichen für diese Insel. Bam, badam. Hey Alina, na? Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hey,
ehrlich, Sport ist gut. Ein Herr von und zu Frosch. Java, geh weg. Später erinnern. Es war so klar. Alle, die neu in den Stream kommen, so, warum diese Hamster? Ich grüße dich, Igus. Ich mag den Hamster. Ich bin ein großer Günther-Stan, weil er ist ein Hacker und er hat eine tolle Persönlichkeit. Er hat innere Werte. Aber auch wirklich jeder so. Niemand denkt so, oh, niemand kommt so rein, so, oh, du suchst Günther, Shish, Mann, Günther ist so nice. Ja, Mann, voll der gute Bewohner. Alle so, warum der Hamster? Was willst du mit dem? Der ist doch voll hässlich. Oh, eine Gartendusche, das ist ja nice. Du hast Gunnar gerade bekommen. Glückwunsch. Voll nice. Mal gucken, ob ich ihn auch noch bekommen kann. Der Klamottenstil? Ja, doch. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber. Ach, ich find ihn einfach nice. So, er gefällt mir. Nur 4 Tickets, lol. Ja, ich hatte. Oh, shit, ist das nicht Oswald? Den finde ich ja auch ziemlich cool. Huschke finde ich auch mega. Ich hatte den auch in New Leaf. Ey, das ist Oswald, glaube ich, der Boy. Nein, Oswald, nicht jetzt zu mir. Oh, warum? Ja, und du hast mir gerade meinen Stein versaut. Ja, ich wusste deinen Namen schon. Vielleicht vergesse ich ihn jetzt mit Absicht. Das macht mich richtig wütend, wenn die das machen. Dieser gestreifte Klamottenstil. Emre, ich grüße dich. Willkommen im Stream. Oswald, my man! Ja, Oswald ist auch cool. Den feiere ich auch auf jeden. Aber. Naja, ich hunte ja jetzt bestimmte Bewohner, ne? Ich kann ja jetzt einfach nicht einfach einen Bewohner, den ich feiere, so nehmen. Darum geht's ja nicht. Es geht darum, genau die Bewohner zu kriegen, die ich haben will. Wie ein Bibliothekar aus. Ja, hat schon was, ne? So, wegen der Brille und des gesamten Outfits und so. Boah, du hast eine Goldaxt, ja, von Noob Master. Du brauchst Pfirsiche? Ja, sag was. Schick ich dir doch. Haben wir uns irgendwo Noob Master? Insta oder Twitter oder so? Dann können wir mal irgendwie quatschen und dann kann ich dir auch mal Sachen organisieren, die du haben möchtest. Sofern es in meiner Macht steht. Ey, geil, wen handelst du, Ali? Wie verschiedene Bewohner gibt es? 391. Kein Twitter oder Insta. Ach, da war was. Ja, okay. Dann schicke ich dir gleich einfach mal ein paar Pfirsiche, wenn du möchtest. Judy, wer ist denn das? Schick mir mal nach der Insel Gold. Ne, das machen wir später. Cleo ist cool, ich finde sie auch cool, aber ist jetzt nicht so meine Priorität. Ich weiß auch gar nicht gerade, ob ich 5 Golderz schon habe. Wir haben uns ja auch auf Instagram, das können wir auch einfach irgendwann machen so. Aber wenn Noobmaster weder Insta noch Twitter hat, dann würde ich ihm zwischenzeitlich zumindest mal ein paar Pfirsiche schicken. Marianne! Oh, Marianne ist natürlich auch geil. Wie, du holst sie einfach? Lol, okay, also hast du wieder nach einem Ticket eine Bewohnerin gefunden. Na gut. Was ist Noobmaster? Noobmaster! Aus dem Chat hier, Noobmaster 96. My girl. Ja, Marianne ist cool.
Kann man, glaube ich, nicht viel gegen sagen. Marianne ist... Oh, shit. Hello, Mr. Scorpion. Oh, du siehst mich schon, ha? Huh? Oh, shit, der steht genau an der Wand. Ich hoffe, ich hau nicht gegen die Wand. Ah, geil, sehr gut. Tritt mal ein Lichtlied Pulli. I understand that reference. Welche Reference? Was ist denn jetzt Noob Master? Noob Master gibt's nicht. Noob Master 96 aus dem Chat. Ein Stream-Mitglied. Hier anwesend, gerade. Hey Fred, was geht? Na, wie läuft's? Dun, 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 dun. Ja, wenn ich die Skorpioninsel finden würde, würde ich mich auch nicht beschweren. Ist ein Avengers Insider mit Noob Master 96, nicht 69. Echt ein Avengers Insider, okay. Warte, Walter? Wer ist das nochmal? Wo du die Goldachse hast. Das ist... hier, Noobmaster 96, der Dude hier aus dem Chat. Mit dem bin ich auf Animal Crossing befreundet. Der hat mir eine Goldachse geschickt. Ah, gleich auch noch streamen. Das klingt gut. Mach das, Fred. Was streamst du? Gleich Emote fertig machen. Oh, yes, yes. Please, 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 I will be forever grateful. Hier, Misuzu, by the way. Falls jemand noch nicht gesehen hat. Gut für mein Teint. Den Skorpion hau ich mal eben weg. Und dann schicke ich... Ist Marianne selten? Ich weiß gar nicht, ob Bewohner wirklich eine Seltenheitsstufe haben, aber es gibt nur 3 Oktopus und Marianne ist auf jeden Fall beliebt. Also, so viel kann man sicher sagen. Den Boy. Ah, du hast auch die richtige Karte getippt. Sehr gut, sehr gut. Stimmt, ey, Am Ende, als ich nur noch auf den Chat gehört habe, habe ich das Spiel nicht einmal mehr verloren, ey. Ich muss bei sowas nur noch auf den Chat hören, offensichtlich. Villager in der Mitte von deinem Stream gefunden. Ist sehr gut, was? Das musst du mir näher erklären. Inwiefern hast du einen Villager in der Mitte von meinem Stream gefunden? Und inwiefern kann ich dadurch beurteilen, ob der gut ist oder nicht? da kriege ich die Versuche nicht. Hier? Fallen die hier richtig? Ah, doch, okay. Easy. Ottokar wolltest du nicht? Ich finde Ottokar ziemlich niedlich. Ach so, ah, das meinst du. Hast du Huschke gefunden? Also, ich mag Huschke sehr gerne. Ich würde mich über Huschke freuen. Brauchst du nicht? Geh mal seine. Gut, ja, Maltano, oh mein Gott. Oh mein Gott, eine Tano-Kritzelei. Wie blöd ist das denn? Das ist so, die Usability von diesem Obstgarten ist einfach der Shit, Mann. Entschuldigung, mach das, Alina. Misuzu hockt sich einfach mal auf den Boden. Why not? Oh. Warum kickt der Heuschnupfen rein? Okay, ach, das ist tatsächlich richtig. Sehr gut. Ja, auf jeden, das ist richtig nice. Es ist richtig entspannt, das zu zocken, das stimmt. So, Edi, 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 Edi. Edi, 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 da bist du ja. So.
Okay. Passt. Babum. Danke, Felix. Bis gleich, Ole. Oder bis nachher. Hey Luis, ich grüße dich. Unendlich habe ich dich vermisst. Ich bin kaum klargekommen. Bitte, bitte. Immerhin etwas. Aua. Roland, wer ist denn das nochmal? Muss ich das erste Haus in Raten bezahlen? Du musst immer die Raten von deinem Haus abbezahlen, wenn du es weiter ausbauen möchtest. Wie lange mache ich heute? Immer 2 bis 3 Stunden. Es sei denn, durch äußere Umstände mache ich länger, wie zum Beispiel, dass Misuso auf meinem Campingplatz ist und ich sie haben will. Aber ansonsten immer 2 bis 3 Stunden. Oh, Geldinsel! Let's go, let's go, let's go, let's go! Das ist nicht schlecht. Ich möchte gerade zu viel lernen. Bauchreden, Schule, das Intro auf der Gitarre. Ich bräuchte 5 Ohren und. Wobei das dann vielleicht auch ein bisschen komisch aussehe. Wie viele Bewohner kann man maximal haben? 10 Stück kannst du maximal haben. Ich bin schon gespannt, welche Bewohner du dir so auf deiner Insel ansammeln wirst. Oh nein, es ist Sabine, glaube ich. Ich glaube, es ist Sabine. Oh, es ist Katharina. Okay, Glück gehabt. Es wäre so belastend, wenn ich Rüdiger oder Sabine während dieses Hans finde. Oh Gott. Oh, da hätte ich so keinen Bock drauf. Seit gestern, sehr viel. Ja, Tom Nook ist ein bisschen geldgierig, aber das kriegt man schon ganz gut zusammen. Also, wenn du erstmal ein bisschen länger spielst, wirst du merken, dass das schon klar geht. Aber sehr gute Entscheidung, das Spiel zu kaufen. Ich finde, es ist ein sehr großartiges Spiel. Die ist nice. Nee, die hole ich nicht. Ich hunte ja nicht nach der. Und ich möchte auch eigentlich keine Katharina auf meiner Insel haben. Ich finde die auch ganz cool, so vom Aussehen und alles, aber ne. Der war auch in der Puppe gebastelt. Cool. Sie ist seltener. Das ist nicht relevant für mich, wie selten die ist. Oh, da oben ist noch Geld. Welche, die so richtig grumpy sind. Nice. Natürlich wieder jemand, der den Hamster hässlich findet. Das habe ich ja heute erst 10 Mal gehört. Oh Mann. Wenn ich auf eine andere Insel fliegen willst, wie auf die von einem Freund, komme ich eh wieder auf meine zurück. Ja, du kommst immer zurück, klar, auf jeden Fall. Keine Sorge. Ich das mal nicht verkacke. Und einen noch. Ah, da war die Ecke. Nice, sehr schön. Gar kein Problem, Klopapier. Wenn du Fragen hast, zögere nicht, diese zu stellen.
Geld ist halt auch immer richtig nice, ne? Also, die Geldinsel muss man mitnehmen, würde ich sagen. Habe ich viele kleine Vorteile und ein krasses Problem. Erläutere dieses. Oh, alles gut, Melinda. Ich freue mich doch, dass du da bist. Alles gut. Ich finde es immer so süß, wenn sich Leute dafür entschuldigen, dass sie später in den Stream kommen. Da brauche ich euch echt nicht für entschuldigen. Also du wirfst mir gerade vor, dass ich nach Günther hante und dann sagst du, ich soll deiner Meinung nach Bewohnern hanten, die ich am liebsten mag. Das widerspricht sich jetzt irgendwie ein bisschen. Ich hante ja gerade nach Günther, weil ich ihn am liebsten mag, nicht weil ich ihn, weil er besonders. Ich weiß sowieso nicht, ob Bewohner wirklich seltener sind als andere. Guck mal, bei mir wird 13 angezeigt und es verändert sich nicht. Das ist doch belastend. Ich will auch. Gib mir auf jeden Fall Updates darüber, wenn ich irgendwie übertrieben viele Zuschauer haben sollte. Das will ich ja wissen. Das interessiert mich ja. Muss der auf deren Insel. Ich fliege, bestätige, dass ich auf seine Insel komme. Das läuft folgendermaßen: Der, den du besuchen möchtest, muss am Flugsteig mit. Oh, damn. Muss am Flugsteig mit hier Bodo reden und sagen, ich möchte Besucher empfangen. Und dann kann das Tor aufgemacht werden und dann kannst du diese Person erst besuchen. Okay, chillig. Das kommt nachher alles auf mein Konto. Oh Gott, es ist nervig, alles zusammenzufassen. Ah! Wie lange dauert der Aufbau vom Zelt von Eugen? Ich glaube, dir wird erst angekündigt, dass es am nächsten Tag kommt. Dann hast du am nächsten Tag so ein Umbaufeld da. Und dann am nächsten Tag ist es da, meine ich. Wie gesagt, also ich habe noch nie irgendwie einen Beweis dafür gesehen. Und ich weiß auch nicht, wie man das beweisen soll, dass manche Bewohner seltener sind als andere. Ich glaube, das ist einfach. Ich glaub da ehrlich gesagt nicht dran. Also es kann auch sein, dass ich mich irre, aber ich glaube nicht, dass manche Bewohner wirklich seltener sind als andere. Ich wüsste nicht, warum das so sein sollte. Das Einzige, was man sagen kann, ist, da man auf seiner Insel in jedem Fall mit einem sportlichen und einem schwesterlichen Bewohner startet, kann man sagen, dass die Persönlichkeiten häufiger sind als die anderen, würde ich vermuten. Ich habe Post. Oh shit. Seller und Zuschauerbeauftragter. Ja, zumindest heute. Ich weiß nicht, warum YouTube mir heute meine Zuschauer nicht anzeigt. Das ist echt weird. Das gefällt mir nicht. Ah ja, das geht natürlich nicht. Ups. Also Gunnar ist jetzt auch nicht mein Favorit. Ich bin generell bei sowas oft so ein bisschen so, was, der ist der beliebteste, dann mag ich ihn aus Prinzip nicht. Also ich kann absolut, Goddamn, ich kann absolut nachvollziehen, warum Leute ihn feiern. Also er hat absolut Stil und er sticht auch ziemlich aus der Masse heraus, wie ich finde. Aber sein persönlicher Stil ist jetzt auch nicht mein Liebster, sage ich mal so. Du hast es hinbekommen, dass dein OBS nur noch 7% CPU-Auslastung braucht. Oh, das ist krass. Ich bin jetzt gerade bei, na gut, 13,5%. Das ist auch chillig eigentlich. Ah, du hast einen Sack voller Füllwatte und die fliegt im ganzen Zimmer rum. Ich muss aufpassen, dass ich die Füll. Oh Gott. PTF. Das klingt in der Tat problematisch. Oh, 1080p 60 FPS. Okay, never mind. Never mind. Ich bin 720p 30 FPS. Wie verschiebe ich Irene? Warte, was?
Ist Irene eine Bewohnerin von dir und du möchtest ihr Haus verschieben? Man kann später die Häuser von Bewohnern verschieben. Dafür musst du aber noch ein bisschen spielen. Dann kannst du das bei Tom Nook machen gegen die Gebühr von 50.000 Sternis. Finde ich Gunnar schön? Ich finde ihn stylisch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob schön das richtige Wort ist, aber ich finde ihn auf jeden Fall sehr stylisch. Ach, Items! Oh, nicht Irene, okay. Ey, Items einfach im Menü. So lange A gedrückt halten, bis diese Greifanimationen kommen, dann kannst du es hin und her schieben. Ganz unkompliziert. Bis dann, Fred, hau rein. Viel Spaß, viel Erfolg. Kann sagen, dass die Oktopusse wahrscheinlichkeitstechnisch selten sind. Gut, ja, weil es weniger Oktopusse gibt als andere, das stimmt. Aber für den einzelnen Bewohner, sage ich jetzt mal, meinst du, dass zum Beispiel Ottokar seltener ist als Günther? Das glaube ich nämlich eigentlich nicht. Aber ich weiß es auch nicht. Das ist einfach nur eine Vermutung von mir. Wie verschiebe ich Irene? Fatima. Wer ist Fatima? Oh, warte, kann ich dieses Ding nicht einfach in meinen Geldbeutel tun? Nee, tatsächlich nicht, lol. Wie automatisch passiert eigentlich ist. Wie kriegst du die ganze Zeit Bewohner, die du haben willst? Hey Kuruka, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Also wenn du 100 Inseln besuchst, ist die Wahrscheinlichkeit 53%, dass mindestens einer der drei dabei ist. Angenommen, alle sind gleich selten. Ah, Alina mit den Straight Facts. Nice. Das finde ich gut. Ein Mädel-Rentier. Oh, cool. Roland oder Oktopus? Aha. Ganz, ganz seltene Bewohnerin. Ja, das sagst du jetzt schon wieder so. Woher weißt du, welche Bewohner am seltensten sind, Kefla? Woher nimmst du das Wissen darüber? Ottos in Schubkarren, was? Was hat es mit den goldenen Lichtern auf dem Boden auf sich? Habe ich ein Tutorial zu gemacht, tatsächlich. Das spart uns jetzt, glaube ich, Erklärungszeit. Also kannst einfach auf meinem Kanal nach einem Tutorial für Geldbäume gucken. Und da wird erklärt, wofür die goldenen Lichter da sind und wie genau du mit denen am besten umgehen solltest. Dem Stochastik-Skills. Stochastik war das Thema, was ich fürs Abi am wenigsten verstanden habe und wo ich in der Mathe-Klausur die meisten Punkte hatte, aus irgendeinem Grund. Das war sehr interessant. Also du machst es daran fest, bei welchen sie lange brauchen, um sie zu finden. Aber das kann alles Zufall sein. Also das ist genauso wie manche brauchen bei Masuda-Methode 4000 Eier für ein Shiny und andere brauchen 400 Eier. Und es hat auf jeden Fall die gleiche Wahrscheinlichkeit. Das muss nichts heißen. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran, dass manche Bewohner seltener sind, aber I don't know. I don't know. Wieso habe ich diesen... Hä? Warte. Achso, den 60... Ach, den tue ich jetzt wieder in mein Geldbeutel oder was? Die sind mega beliebt. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja ein Fakt, so, dass manche beliebter sind als andere, wie zum Beispiel Gunnar. Eine Harfe, kann ich die kaufen? Ich habe die Harfe auch schon. Also wenn du die mal brauchst, kann ich sie zur Not irgendwie mal bestellen oder so. Tatsächlich nicht Stochastik, sondern Vektorrechnung. Oh, das konnte ich mir nicht aussuchen, leider. Aber das ja davor schon mal hatten, Stochastik nicht mehr so frisch war. 12 Punkte. 12 Punkte sind viele im Mathe-Abi. Das ist echt gut. Ich hatte 9 Punkte. Damit war ich schon sehr zufrieden. Und damit war ich auch verhältnismäßig echt gut. So viele hatten 0 Punkte im Mathe-Abi. Hier, Freund von mir, Niki, hatte in seinen drei schriftlichen Abi-Prüfungen, er hatte Englisch, Geschichte und Mathe. Englisch 14 Punkte, Geschichte 6 Punkte, Mathe 0 Punkte. 20 Punkte, genau bestanden. Das war so geil. Nerven dich die Octoroks in Zelda auch so übertrieben? Das letzte Zelda, was ich viel gespielt habe, war jetzt Wind Waker. Da finde ich die nicht so anstrengend. Aber oftmals können die nerven, das stimmt schon. Mathe als Zweig, aha. Magst du Mathe?
In der Zeit, wo ich mich wieder ernsthaft auf Schule konzentriert habe, also in der 13. Klasse, was zu spät war, mochte ich Mathe eigentlich dann auch wieder ganz gerne. Da habe ich mir dann wieder Mühe gegeben und dann ging das auch ganz gut. Also zumindest für 9 Punkte im Abi hat es gereicht. Und im Abi-Zeugnis hatte ich letzten Endes 10 Punkte. Also da ist er noch voll im Rahmen. Aber ich bin auch kein großes Mathe-Genie, aber wenn ich mir Mühe gebe, verstehe ich es zumindest und dann finde ich es auch ganz cool. Sorry. Wie schafft man denn null? Warum hat er nicht Deutsch genommen? Du brauchst ja eine Naturwissenschaft. Du kannst ja nicht einfach Englisch, Geschichte und Deutsch nehmen. Dann hast du zwei Sprachen und eine Geisteswissenschaft. Das reicht nicht. Du brauchst eine Naturwissenschaft. Eine Haarfarbe, weil ich richte mir gerade ein. Ah, cool. Ja, kriegen wir bestimmt hin. Haben wir uns irgendwo, Insta oder Twitter oder so? Bis alle 10 Pfirsiche gegessen habe. Wenn du Pfirsich isst, kannst du mit deiner Schaufel Bäume ausgraben und in die Tasche stecken und Steine kaputt machen. Und jedes Mal, wenn du das machst, geht die Anzeige um einen runter. Du bist gezielt zur Farbfindung, habe ich jetzt einen Derptano. Geil. Uff. Auf wie geht's? Ja, muss man halt durch, ne? Also. Du hast mir 10k geschickt? Krass, danke schön. Wie komme ich zu der Ehre? Nett von dir. Deutsch, Geschichte und Chemie nehmen. Bin erst in der 7. Klasse und muss mir keine Gedanken machen. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, wenn du Chemie magst, dann passt es auch. I guess. Ich weiß nicht mehr genau, wie das damals lief, aber du brauchst auf jeden Fall eine Naturwissenschaft und ja. Ach, ihr seid so süß, dass ihr mir immer Sachen schickt. Wie bekomme ich eine Schaufel? Oh, die bekommt man auch. Also es dauert nicht allzu lange, bis man die bekommt, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau wann. Aber einfach, wenn du weiterspielst, kriegst du sie. Also da musst du, glaube ich, nicht irgendwas Bestimmtes jetzt für erfüllen. Oh, sheesh, die Kängurus finde ich ja cool, ne? Malice. Ja, finde ich ganz cool, ehrlich gesagt. Also, ich hasse Bio. Bio war noch eine meiner lieberen Naturwissenschaften. Ich habe Chemie und Physik relativ schnell abgewählt. Nächstes Jahr Abi. Oh, Kira. Die ist auch cool. Ja, doch. Würde ich dir recht geben. Finde ich auch cool. Nicht mein liebstes Känguru. Mein liebstes Känguru ist die schwarze, die Daniel auf seiner Insel hat, glaube ich. Wie heißen die nochmal? Weiß ich gerade nicht. Aber die finde ich richtig cool. Ah, durch Eugen bekam man auch die Schaufel. Ah ja, weil er will, dass man nach Fossilien gräbt oder so, ne? Ich warne dich. Du Känguru. Ich habe erst ein Golderz gekriegt. Ich würde mich auch nicht über einen zweiten beklagen. Ja, bis jetzt hatte ich ein paar coole dabei, oder? Finde ich auch. Aber ich hatte auch schon ein paar blöde. Ich hatte schon zwei Tiger zum Beispiel. Die Tiger finde ich richtig dumm. Gehören zu meinen Least Favorites. Aber ja, ich hatte auch schon hier, wie hieß sie nochmal? Dörte, naja, ne? Dörte ist auch mega nice. Da hatte ich auch Glück. Okay, Frau Känguru, du. Oh nein! Nein! Die mit den ganzen Sternen ist auch cool, das stimmt. Oh, ich kaufe mir gleich wieder zwei Schaufeln, glaube ich. Was habe ich jetzt bekommen? Der Verschleiß. Oh, 5000 Meilen? 3000, das ist trotzdem gut. Ah, bei mir ist Chemie auch eher ganz weit unten, glaube ich. Sorry. Bin auch kein Chemiefreund gewesen. Ja, Mage heißt sie, ne? Stimmt, ja, die ist cool. Die gefällt mir sehr gut. Sehr nice Bewohnerin. Oh, drei Holz.
Das, so möchte ich das sehen. Ich habe schon so viel Holz gekriegt, ne? Unglaublich. Mega Swag. Das Blau auf schön und dann geht's los. Soll ich so am Mathezweig Physik Abschlussprüfung? Ja. Hätte ich auch keinen Bock drauf, muss ich sagen. Also bei mir waren es Englisch, Französisch und Mathe schriftlich und Religion mündlich. Englisch, Französisch hatte ich glaube ich 10 Punkte, Mathe 9. In der mündlichen hatte ich 7 Punkte. Was ich nicht verstanden habe, weil ich jede Frage von dem Lehrer beantwortet habe. Und meines Wissens nach auch richtig. Und die 7 Punkte fand ich ein bisschen weird, aber. Who cares? In Chemie total viele Lehrwechsel. Ja, wir hatten auch nie einen, also wir hatten auch nie gute Chemielehrer. Oh, Alina, das ist natürlich. Das ist ein ziemlicher Boss-Move, muss ich sagen. Also. Das respektiere ich. Auf dem. Oh, 1000? 2000. Oh yeah, mehr Meilen-Tickets für mich. Dafür ist es auch gut. Sehr schön. No. Na, egal. Aha, nice. Bis dann, Luis. Bis zum nächsten Mal. Sachen, die bisher. Wie die Sachen bisher stehen: Schriftlich, Musik, Deutsch, Mathe, mündlich, Geschichte. Also, Geschichte mündlich könnte ich überhaupt nicht. Ich war immer so unnormal schlecht in Geschichte, aber in Musik hätte ich auch nicht gekonnt, Deutsch auch nicht. Also ja, läuft. Mathe klingt gut. Nicer Chemielehrer, das ist wertvoll. Das hört man auch nicht so oft. Oh, ein Atlas-Spinner. Spinni, 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 Spinni. Entschuldigung. So, dann kaufen wir gleich wieder zwei Schaufeln. Black Naruto, ich grüße dich. Willkommen im Stream. Bisschen weird. Warte, was hat er nochmal? Hat er nicht dieses MVP-Shirt an? Ich meine, er ist auch der MVP, ne? Das ist ganz klar, aber. Ich hatte Post, habt ihr gesagt, ne? Da muss ich ja mal nachgucken. Anton sitzt da ganz selbst reflektiert auf der Bank. Komm zurück, Ole. Wenn du meinen Ingame-Charakter sehen könntest, die Reaction wäre göttlich. Okay. LOL ist LOL rück. Nun denn. Baboom! Lieber der Klink, Stille. Geilo, danke schön, das ist sehr lieb. Lucia, ich grüße dich, willkommen. Muschel, geilo, danke sehr, ich freue mich. Schon wieder Goldrosen, sheesh, danke, 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 danke. Hinweisskulptur, was ist das? Hä?
Aha. Dreh ich die mal um. Oh, cool. Witzig. Dankeschön. Danke dir, Kefla. Das ist sehr nett. Hier kann man einen beliebigen Bewohner ausziehen lassen, damit ein freies Haus steht. Ja, das ist ein bisschen nervig. Also, das Einzige, was wirklich... Okay, nee, lass mich anders anfangen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Bewohner zu vertreiben. Die erste ist ignorieren. Die zweite ist mit einer Amiibo-Karte. Wenn du 10 Bewohner auf deiner Insel hast, kannst du eine Amiibo-Karte einscannen. Und den Bewohner, den du durch die Amiibo-Karte kriegst, damit kannst du einen beliebigen Bewohner von deiner Insel vertreiben. Du willst natürlich, dass ein Haus leer steht, deshalb musst du ignorieren. Und wenn du das schnell machen willst, bleibt dir da nichts anderes übrig, als zu timeskippen. Also ihn einmal ansprechen, damit du überhaupt mal mit ihm gesprochen hast. Ich weiß nicht, ob er sonst überhaupt gehen kann. Ich würde ihn einmal ansprechen. Und dann, keine Ahnung, 15 Tage nach vorne skippen oder so. Gucken, ob er unglücklich ist. Und wenn nicht, dann immer einen Tag weiter nach vorne skippen und gucken, ob er unglücklich ist und ausziehen will. So habe ich das jetzt gemacht. Hat circa eine Stunde gedauert, glaube ich. Also, wie kann ich dir eine Karte mit Geschenk schicken? Oh Jesus, da ist schon wieder was. Dafür müssen wir befreundet sein. Kannst du mich gerne adden auf der Switch, wenn du möchtest? Dann hau ich hier mal meinen Friendcode in den Chat. Und dann schauen wir mal. Ich mache auch hin und wieder so Streams, wo ich mit Zuschauern irgendwie was mache. Hide and Seek oder die For You. Oh, danke Sophie. Oder wo ich die Inseln von Zuschauern besuche. Und da ist es schon dann auch ganz... cool. Oh, Medizin. Danke. Oh, mein Tickets. Oh, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Mega. Geilo. Danke, 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 danke. Hammer. Und was ist mit Raymond, Huschke und Günther? Die versuche ich heute auf meine Insel zu bekommen. Wie lange streamst du heute? Immer 2 bis 3 Stunden. Also mindestens bis 20.30 Uhr. Spätestens bis 21.30 Uhr. Ist ja immer so meine Zeit. Ich hätte noch mal mehr ins Lager tun können. Na egal, ich hole mir noch mal 2 Schaufeln. Verkauf den Atlas-Spinner. Wie kannst du mich adden? Einfach den, hier, Streamlabs hat dir meinen Freundescode in den Chat geschrieben. Den kannst du jetzt im Hauptmenü der Switch über Freunde hinzufügen. Via Freundescode kannst du den benutzen. Heute geht's total mit dem Delay. War in den letzten Streams immer noch mehr Delay? Sollte eigentlich nicht sein. Das ist ein Kunstwerk. Ach was. Oh krass. Dankeschön. Huschke. Leider nur Huschke. Ah, immerhin hast du Huschke. Das ist auch schon cool. Ein Streamzeiten-Command. Das stimmt. Da hast du absolut recht, Ole. Das soll ich wirklich tun. Das ist eins gute Idee. Noch ein Geschenk von dir. Oh, sheesh. So. Atlas Spinner weg. Und noch eine. Ich nehme euch dann nach dem Stream direkt an. Du hast auch Huschke? Oh Gott, viele haben hier Huschke. Krass. Huschke ist auch ein nicer Dude. Habe ich doch schon gesagt, dass ich dir die Harfe dann mal bestelle, bei Gelegenheit. Ich würde da ungern jetzt irgendwie was machen, weil wir ja hauptsächlich Bewohner handeln wollen. Und deshalb machen wir das dann am besten mal offstream. Huschke ist so Zucker. Ja, der ist echt süß, das stimmt. Oh ja, stimmt, Huschke beim Singen. Das wäre schon auch niedlich. So, ich habe jetzt genau 10 verbraucht. Richtig, genau. Dafür brauche ich jetzt erstmal die 4 als nächstes. Noch eine Freundesanfrage. Runter auf 16 Zuschauer. Oh no. du musst nicht jede Schwankung von den Zuschauern jetzt immer dokumentieren. Nur falls ich irgendwie besonders viele Zuschauer haben sollte, sag mir gern Bescheid heute. Ich gehe jetzt einmal kurz auf Klo, mir was zu trinken holen. Ich bin sofort wieder da. Lauft nicht weg, es geht gleich weiter.
Wolfgang Huschke ist ein deutscher Cellist. Das ist ja nice. Eine Kinderjoy Mario Eier. Ich hoffe, ich habe einen. Ja, geil. Oh, warte, was? Das interessiert mich. Was stand da oben noch? Ach so, damit fing die Diskussion über den Namen Huschke an. Ist Huschke ein Junge oder ein Mädchen? Gönn dir Günther, so sieht's aus. ich glaube, du kannst mir jetzt direkt noch keine Karte schicken. Dafür müssen wir uns einmal auf unseren Insel besuchen, Neumann. Aber so vom Aus. Vom. Achso, vom Namen her war jetzt die Frage. Ich kenne den Namen Huschke nicht außerhalb dieses Charakters, ehrlich gesagt. Also, dass das ein Cellist ist, ist mir natürlich auch neu. Tschechische Kurzform von Johannes. Aha. Lol. Interessant. Aber es ist irgendwie ein cooler Name. Huschke. Mag ich irgendwie. Anton? Nee, doch. Ich mag Anton sehr gerne. Ein fauler Affe? Der ist niedlich. Ich mag ja auch die Affen sehr gerne, ne? Also. Ich vergesse immer wieder, wer Roland ist. Das ist so ein Talent von mir irgendwie. Es haben schon ganz viele gesagt, dass sie Roland mögen, aber ich vergesse immer wieder, was es für ein Tier ist. Er ist Spielzeug. Immer er ist Spielzeug. Safe. Oh Jesus. Oh Jesus. He is scary. Leute, was? Achso. Spielzeug, ja, safe. Das ist ja eine interessante Stimme für diesen Charakter. Ich hätte eher gedacht, der redet so: Jo, was geht? Ich bin Toro. Okay, ich finde den irgendwie, also ich finde ihn super unheimlich, aber irgendwie auch ein bisschen cool. Also, irgendwie hat er was. Also Amiibo-Karte, ey, lustig. Hey Daniel, na, wie geht's? Schön, dass du da bist. Mir geht's auch ganz gut. Ich bin ein bisschen erschöpft heute irgendwie. Ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich heute müde. Ah, es ist mal so. Ansonsten geht's mir gut. Soll ich meine Tickets schicken? Ja, will ich, unbedingt. Okay, ja, bitte, bitte, bitte. Das wäre der Oberhammer. Gönn dir eine Schaumwaffel, Hanna. Oh nein, Melinda. Gute Besserung. Hey Daniel, hey Hanna. Ach so, ist das gemeint. Okay, was eine Schaumwaffe. Das ist so. Ja, eigentlich genau, was der Name sagt, ne? So zwei Waffel. So eine. Nee, Hanna, du kannst es besser erklären. so ein keksartiges Ding irgendwie. Relativ groß. Ey.
Nächstes Mal axte ich die Wespen. Und wieder kommt jemand in den Stream und fragt sich, warum ich diesen Hamster haben will. Ich grüße dich, Milo. Ich bin großer Fan von Günther. Ich find's cool, dass der so ein Programmierer-Hacker-Dude ist. Das feiere ich sehr, deshalb hätte ich ihn gerne auf meiner Insel. Aber niemand kann bisher verstehen. Na doch, zwei Leute, glaube ich. Na, was heißt zwei Leute? Ein paar Leute finden Günther schon auch cool, aber die meisten kommen in den Stream und sagen so: Warum handelst du diesen Hamster? Was ist denn los mit dir? Nun ja. Ich mag ihn, ich finde ihn sympathisch. Ich habe schon ein paar coole Bewohner hier gefunden, würde ich sagen, aber noch nicht das, was ich gesucht habe, natürlich. Der ist so süß, dankeschön. Günther Gang. Hashtag Günther Gang. Oh, habe ich's verkackt? Belastend. Ah, dammit, na gut. Sei mein Glöckchen, dann hast du eine 5-Sterne-Insel. Das ist doch schon mal ein gutes Achievement. Ich habe auch 2, glaube ich. Günther Gang! Ah, schön. Warte mal, ich muss immer noch nach Flaschenposten gucken hier. Ich habe ganz vergessen, dass auf meinen Inseln auch Flaschenposten sein können. Oh, sheesh, da ist mir eventuell schon was durch die Lappen gegangen. Meintest du das vorhin, Sophie, als du mich nach Flaschenposten gefragt hast? Da habe ich gar nicht dran gedacht. Also ich weiß nicht, es ist ja wohl nicht auf jeder meinen Insel eine, glaube ich. Aber hin und wieder sind da schon welche. Auf der jetzt anscheinend nicht. Aber generell kann das schon sein. Ach, du bist Klopapier. Ach so. Wo kannst du die aufhängen? Wie meinst du? In deinem Haus an der Wand, oder was? Das meinte ich, du Schnabeltier. Hey! Ich glaub's aber nicht. Ach, ja, stimmt, ich könnte die Bäume noch schütteln, ne? Ja, weiß nicht, ob mir das jetzt so wichtig ist. Mal gucken. Okay, Alina. Mich einfach schnabelt hier, ich glaub's ja wohl nicht. Unmöglich. So, du hast noch das Zelt. Da musst du, glaube ich, einfach warten, bis du ein Haus hast. Ich muss ablegen. Muss jetzt nicht direkt. Mini Molly, die kenne ich. Das ist doch auch eine ist eine Animal Crossing YouTuberin, ne? Warum meinst du, ich soll nicht gehen, Thomas? Was waren da noch? Es ist so unlogisch, dass du Schaumwaffeln liebst, aber keine Waffelkekse magst, Fana. Das ergibt einfach keinen Sinn. Waffelkekse sind wie Schaumwaffeln in geil. Ah, ich dachte wieder im ersten Moment Skorpioninsel. Kannst du nur, Hannah? Ja, frage ich mich auch. Oh, eine Bärin. Ha. Pia. Ne. Ich meine, die ist noch ganz süß irgendwie. Also für einen Bären finde ich die eigentlich ganz cool. Waffelkekse sind einfach nice.
Waffelkekse sind des Gottes, wenn überhaupt. Ich glaube es einfach nicht. Meine eigene Verlobte. Verneint die. Ne, was wollte ich sagen? Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Vergiss, was ich gesagt habe. Jesus, ich bin so fertig irgendwie. Ganz schlimm. Ach ja. Mario als Figur, geilo. Das ist ja nice. Ich habe Mario Amiibo. Das ist auch cool. Kenn ich die Serie Upload? Habe ich da nicht heute für einen Trailer gesehen? Das kommt mir sehr bekannt vor. Hat das nicht irgendwas mit dem Afterlife zu tun oder so? Ich meine, dass ich da heute tatsächlich einen Trailer für gesehen habe. Ich könnte auch gerne nochmal ein Golderz vertragen eigentlich. Oh, okay. Das war nicht meine Absicht. Hey, Glückwunsch, Kuruka. Quassenflosser sind aber auch nicht stegexklusiv. Die sind, die haben den Lebensraum mehr, aber halt nur bei Regen. Hier ist wieder keine Flaschenpost, ne? Das ist ja cool. Diese Mario Odyssey Amiibos, diese Hochzeits-Amiibos sind schon auch nicht schlecht eigentlich. Ich hätte gerne ein Mario Sunshine Amiibo mit dem Dreck weg, das wäre cool. Come on, Golderz. Dammit. Muss mischen. Okay, aber ich hatte bisher zumindest keine Flaschenpost, also habe ich vielleicht auch noch keine verpasst. So, noch ein Shadow, ich habe das gerade am Shop. Oh! Da fällt mir ein, ich muss den Cello-Command auch mal bei Streamlabs einrichten. Nur 30 Sterne, ich sage ja, die Musikinstrumente sind immer teuer. Ich kriege sehr schön viel Holz hier. Das gefällt mir. Das ist eine gute Insel, Pia. Oh ja, stimmt. Hanna und ich haben überlegt, ein Cello-Emo zu machen. Würdest du da noch meine Streams gucken, Kira? Ich richte den Command mal kurz ein, oder? Ich glaube, mit dem Command wird alles besser. Oh, da steht schon Hello als Vorschlag, aber ich nehme trotzdem Cello. So. Der Cello-Command ist zurück. Schon so 4 von 6,8. Ich habe ziemlich safe nicht geupdatet. So, jetzt gibt's den Cello Command wieder, glücklicherweise. Okay, dann haben wir mal wieder ab, ne? Das ist so geil. Und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig. Es tut mir leid. Es musste einmal sein.
Ja, ich bin auf jeden Fall bei 12 jetzt gerade. Den du folgst, gibt es einen Command, der Matthias altes Haus heißt, weil jemand immer jemanden namens Matthias so begrüßt hat. Aha. Ich könnte immer gleich mal. Oh, stimmt. Random. Oh, das wäre krass. Das wäre richtig krass. Oh Mann, ich wünsche, dass ich wüsste, wie das geht. Das ist Mobbing. Vielleicht ein bisschen. Sorry. Warum 2? What? Alter, du musst mir doch wirklich kein Geld schicken. Oh mein Gott, ich meine, Dankeschön, aber du brauchst mir wirklich nicht dein hart verdientes Geld schicken. Also. Oh Mann. 71, nice. Richtig nice. Hammermäßig. Oh mein Gott, so viel Holz. Geh mal eben sterben. Nein, warum gehst du sterben? You have to live. Live! Dann packe ich das mal auf meine Bank. 7 Millionen. Ja, ich habe 5 Millionen. Also, ich bin dir sehr dankbar. Das ist wirklich super lieb von dir. Aber du musst mir wirklich kein Geld schenken. Nenn mich Sugar Daddy. Oh shit. What happened? Oh mein Gott, Sophie, ich nenne dich was immer du willst. Danke. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich super lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Das ist, ja, das ist der Hammer. Nach wem suche ich? Überlegen wir mal. Im Streamtitel steht Villager Hunting, Gunnar Huschke oder Günther. Hier im Layout sehen wir Gunnar Huschke und Günther. Nach wem suche ich? Das ist wirklich super lieb von dir, Sophie. Vielen, vielen Dank. Nach Selina suche ich. Nein, das sollte jetzt nicht gemein rüberkommen. Sorry, falls es gemein rübergekommen ist. Ich suche nach entweder Gunnar, Huschke oder Günther. Das sind so unter den selbstzufriedenen Bewohnern meine Favoriten. Und ich versuche einfach mal einen davon zu kriegen. Ich bin noch nicht verzweifelt genug, aber danke. Gibt es sowas wie Kisten, wo ich was hineintun kann? Du kriegst ein Lager, sobald du ein Haus hast. Da kannst du dann deine Items lagern. Ja, das findet Tano schon okay, denke ich, Kira. Die Bambusinsel. Baklava. Auch geil. Oh boy. Es ist Kai. Ah, Kai hat schon mal auf meiner Insel gewohnt. Oh. Das finde ich schön, dass ich Kai mal wieder treffe. Oh. Er ist sogar auch selbstzufrieden, aber ich hatte ihn schon. Becky, ich grüße dich. Willkommen im Stream.
Oh, das ist wholesome, dass ich Kai getroffen habe. Das finde ich schön. Ah. Kai ist auch ein cooler, selbstzufriedener Bewohner. Auf jeden Fall. Kai? Okay, gut. Ich wollte mich gerade schon beschweren. Oh, Jesus, Entschuldigung. Nicht vergessen, dass wir uns kennen. I guess. Schon sad. Pietro? Oh, von Pietro bin ich ja nicht so der Fan. Den finde ich irgendwie unheimlich. Diese dreckige Maulwurfsgrille, ey, bah. Dankeschön. Ja, ein bisschen sad, dass Kai vergessen hat, dass wir uns kennen, ne? Aber habe ich ihm sogar einmal Medizin geholt, als er krank war. Puh. Ist Pietro selten? Wie gesagt, ich glaube nicht an die Theorie, dass manche Bewohner seltener sind als andere. Aber ich glaube, er ist gar nicht mal so. Obwohl, ich weiß nicht, wie beliebt Pietro ist. Ich glaube, da scheiden sich die Geister sehr krass. Ich finde ihn sehr unheimlich und weird und ich mag Schafe sowieso nicht besonders gern. Aber ich glaube, viele finden ihn auch cool. Ah, der Heuschnupfen. Why, Heuschnupfen, why? Why are you doing this to me? Sehr beliebt, echt? Verrückt. Das kann ich ja nicht nachvollziehen. Aber gut, ich mag ja auch Günther, also. Das ist der Clown, yep. Du kannst noch ein paar Mal Tickets drauflegen, das wäre echt der Hammer. Soll ich gleich mal deine Freundschaftsanfrage annehmen? Das wäre natürlich extrem krass. Für meine Tickets tue ich alles zurzeit. Sehr gut, Hannah. Das ist gut. Sieht aus wie eine Fliege auf dem Bildschirm. Oh. Post! Ich nehme jetzt einmal kurz die Freundschaftsanfragen an. Wenn mir hier schon wieder Meilentickets angeboten werden, da. Das kann ich mir nicht leisten, das nicht anzunehmen. 10 drauflegen, sorry. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Auch 10 sind mega. Viel Breath of the Wild, cool. Ups. Iguls, kann ich dir irgendwo eine Privatnachricht schreiben? Das wäre essentiell, weil ansonsten ich will hier ungerne einfach einen öffentlichen Dodo-Code in den Chat schreiben, ansonsten dauert das viel zu lange. Wenn dann auch noch andere Leute kommen. Deshalb müssten wir das irgendwie so hinkriegen, dass ich dir privaten Dodo-Code schreiben kann. Da ist keine Post. Ich habe noch angelogen. Nein, alles gut. Das kommt manchmal später an. Geht ein Meilen-Tickets auch? Ich nehme alles. Ich nehme absolut alles an Meilen-Tickets. Also auf jeden Fall. Wenn, also du musst nicht, auf keinen Fall. Aber wenn du ein Meilen-Ticket über hast, nehme ich dir das gerne ab. Meinst du damit gerade mich oder Leinhard Daniel? Ich möchte diesen Freifahrtschein auch haben. Ich will auch alle drei Bewohner. Also die, die ich suche jetzt, oder was? Und Anton? Ja, Anton ist toll. So, Nummer 14.
Hast du mir ein Cello geschenkt? Habe ich dir einen Prunkimono-Stand geschenkt? Schade, dass ich noch nicht die Skorpioninsel gefunden habe. Oh, das ist ein Schwein. Oh boy. Oh boy. Oh, die ist ja süß. Die finde ich sehr niedlich. Das ist nicht das Gleiche. Hey, ich kann nichts dafür, dass du das Glücksrad nicht auf die richtige Zahl gedreht hast, finde ich. Oinka! Ah, die ist ja süß, ey. Okay, die mag ich. Die mag ich richtig gerne. Schön. Oh, die ist ja super süß. Günther Gang. Nimm. Nein, mach ich nicht. Das ist nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, dass ich hunte, bis ich einen von denen kriege, den ich haben will. Simibo-Karte? Scheiß auf Huschke. Hey. Niemand scheißt hier auf irgendjemanden. Vor allem nicht auf ein kleines, niedliches, weißes Eichhörnchen. Ha, obwohl ich es verkackt habe, alle rausgekriegt. Bam. Mad Skills. Diese Riesenwanzen sind so disgusting, ne? Unglaublich. Ja, ich würde auch mehr als 10 Häuser nehmen, wenn das ginge. Oh, Alter. Aber die gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Vielleicht mache ich irgendwann auch nochmal eine Hand für die oder so. Die ist auf jeden Fall bisher das mein liebstes von den Schweinen, die ich gesehen habe. Die finde ich super süß. Entweder du musst auf meine Insel erst oder ich auf deine Insel erst, genau, Neumann. Hier zu lassen. Ach ja, aber das ist halt so, ne? Das ist halt so. Es hat auch schon ein bisschen weh, Kai zurückzulassen, aber. Alles for the content. Ich kann ja nicht jetzt machen, ich mache ein. Hier. Gunnar, Huschke, Günther Hahn und dann beim erstbesten Bewohner, den ich irgendwie süß finde, so sagen: Oh nee, ich nehm den. Stream zu Ende. Das ist nicht der Sinn der Sache. Huschke finde ich, hört sich voll cool an. Ich mag den Namen. Oh, die Goldaxt ist RIP. No! Oh, no, 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 no. Okay, ich glaube, damit soll es dann aber auch gewesen sein für die Axt. Für den Holzgrind erstmal. Da mache ich jetzt nur noch die Steine. Und ich gucke nach Flaschenpost natürlich. Das würde ich natürlich niemals vergessen. Ich bin ja kein Schnabeltier. Wieso habe ich Kai überhaupt gehen lassen? Weil ich eine hochnäsige Bewohnerin haben wollte und meine Bewohneranzahl war voll. Und mit Sunny hatte ich schon einen selbstzufriedenen. Deshalb habe ich Kai dann gehen lassen. Weil er dann auch von selbst gesagt hat, okay, Bruder muss los. Und dann dachte ich so, ja, passt. Ja, eben, Huschke hat die Killua-Vibes. Das ist auch für mich ein ganz großer Ansporn, Huschke jagen zu wollen. Und niemals von Huschke gejagt werden zu wollen. Heute tatsächlich durch eine Goldaxt durch, ha? Huiuiui. Ich möchte fliegen. Bam, 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 bam. So bereit sein, mir ein weißes Tür zu schicken, würde ich einen Freifahrtschein ausstellen. Oh, interessant. Das werde ich mir mal überlegen. Ah, Roll ist ein Pinguin. Natürlich. Pinguine sind mega. Ich feiere die Pinguine sehr.
Ich habe ja auch einen Pinguin auf meiner Insel, Svenja, mit der bin ich super glücklich. Die ist total süß. Come on, Skorpioninsel. Come on. Das ist sie nicht. Ah, die Insel schon wieder. Oh boy, noch ein Wolf. Oh, der sieht aber unheimlich aus. Hui. Und ein Atlas-Spinner. Spinni, Spinni, Spinni. Ob ich den fangen kann? Bin mir dann nicht so sicher. Ah, got him. Die sehen so stylisch aus, die Viecher, ne? Lupo, Doch, der ist cool, der gefällt mir. Gefällt mir. Cooler Dude. Online musst du wählen. Aber ich werde heute nicht mehr auf deine Insel kommen. Falls du darauf jetzt hinaus wolltest. Ah, jetzt habe ich noch eine Schaufel. Muss Glück haben einfach, dass du sie im Shop hast. Mit den Musikinstrumenten. Kann man eigentlich noch mehr Villager finden, obwohl man 10 Villager hat? Nee. Also, wenn deine Insel voll ist, kannst du auf meinen Inseln keine Villager finden. Du musst jetzt mal aus dem Weg gehen, Lupo. Genau. Den hat Vivi. Oh. Cool. Ist auf jeden Fall ganz nice, finde ich. Dun, 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 dun. Was aber nicht zu 100% das ist, was du mir geschickt hast. Ich glaube, das macht nichts, Fred. Also bisher fand ich das immer super, was du gemacht hast. Also ich bin mir sicher, dass mir das gefallen wird. Ja, mache ich. Mache ich auf jeden Fall. Danke dir. Jo, das mache ich, aber natürlich nicht im Stream. Das mache ich, Thomas. Wenn ich den schon auf Instagram habe, kann ich mir den auch mal anschauen. Vielleicht weiß ich dann auch wieder, warum ich ihn auf Instagram habe. Hieß der mal anders zufällig? Oh! Haha! 15.000 Kuruka mit der wertvollste Fisch im Spiel. Alles klar, Fred. Machen wir so. Vogelbart Fels? Das klingt voll geil. Das guck ich mir gleich mal an. Ein Tipp noch am Rande, falls du es nicht weißt. Wenn man nach einem bestimmten Bewohner sucht, sollte man gucken, ob man die Persönlichkeit des Bewohners noch nicht auf der Insel hat. Weil die Persönlichkeit dann häufiger vorkommt auf den Dingern. Ich habe die Persönlichkeit tatsächlich nicht auf der Insel. Oh, dann mache ich ja alles richtig. Geil. Danke für den Tipp. Bei dem Campingplatz wusste ich, dass es so ist, aber bei meiner Insel wusste ich es nicht. Was ist denn das für ein Vogelfelsen hier jetzt? Ah, der! Oh, geil! Den finde ich gut. Voll nice. I shall take it to the bank. Nice. Den Schein hättest du voll gängig, kann ich dir jetzt machen anscheinend. Ja, Golderz, let's go, nice. Mega. Ja, auch dir kann ich so einen bauen und schicken, Kevlar. Dir auch? Ja, kriegen wir alles hin. Aber heute nicht mehr. Heute nach dem Stream lege ich mich einfach nur noch hin und schlafe, glaube ich. Heute bin ich echt zu fertig. Bei mir war Gulliver auch schon länger nicht, aber nichts im Vergleich zu Rainer.
Oh ja, der Goldthron. Oh ja, stimmt. Ja, ich glaube, 5 soll ich jetzt zusammenkriegen. Miep, 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 miep. Oh ja, mache ich nach der nächsten Insel, Kuruga, sorry. Angela, das ist doch diese Kuh, oder? Ich glaube, die ist nicht so beliebt. Weiß nicht, ob du die jetzt hier los wirst. Dann schick am Ende des Streams mir das Zeug. Nee, du, ich glaube, das schaffe ich heute nicht mehr. Am Ende des Streams bespreche ich noch mit, also nach dem Stream bespreche ich noch mit Fred das mit dem Emote, weil das ist erstmal wichtig, dass wir hier einen dritten Emote kriegen, aber ansonsten packe ich das heute nicht mehr, du. Aber es läuft uns ja nicht weg. Hat er nur ein Original? Kann man nicht? Hat er nicht immer nur maximal ein Original? Oder irre ich mich? Die ist doch bestimmt hochnäsig, oder? Die sieht hochnäsig aus, finde ich. Tatjana. Oder Peppich vielleicht. Ja, die ist, glaube ich, Peppich. Meh, meh. Wann streame ich wieder? Ich streame wieder am Sonntag. Der Stream morgen fällt aus wegen Vatertag. Aber am Sonntag um die gewohnte Zeit streame ich dann wieder. Ich poste das auch nochmal in meinem YouTube Newsfeed da, das morgen ausfällt. Kann auch mehrere haben. Oh, das wusste ich gar nicht. Aber man kann immer nur eins kaufen, richtig? Zurzeit? Die ist große Schwester. Ah, okay. Ach ja, finde ich okay. Geht so. Habe ich schon einen von denen, die ich suche? Nee, leider noch nicht. Aber hätte mich jetzt auch überrascht, wenn ich in 16, by the way, in 16 Inseln schon einen gekriegt hätte. Oh, ich habe angefangen. Oh, das war ja dumm von mir. Wow. Okay, ja. Das sollte ich vielleicht nicht tun. Man kann nur eins kaufen. Ah ja, und deshalb könnte man jemanden einladen, der dann das andere kaufen kann. Das ist natürlich cool. Das ist gut zu wissen. Ich finde es richtig nice, dass ich diesen Vogelstein gekriegt habe, ey. Das ist echt der Hammer. Ich bin begeistert. Oinkies auf deinem Campingplatz? Lol. Ja, nimm sie, nimm sie. Oder warte. Nee, warte, wer? Onki? Nee, Oinka hieß sie, ne? Nicht Oinki. Ist die das dann? Oder ist das jemand anders? Jetzt checke ich meinen Briefkasten. Jetzt checke ich meinen Briefkasten. Ah, wirklich Oinka? Ja, nimm die, nimm die. Die ist echt süß. Die ist echt, also die kannte ich so noch nicht, aber ich muss sagen, die finde ich echt cool. Ich finde die Schweine generell eigentlich nicht so nice, aber Oinka ist der Hammer, die ist super süß. Und die heißt einfach Oinka, also bitte. Was soll man dazu denn noch sagen? Oh, ist das etwa, war das für ein Palast? Babum. Babum. Noch nie jemand auf dem Campingplatz, was? Also bei mir jetzt auch noch nicht so häufig, aber noch nie? Komisch. Palast Kachelboden. Das klingt geil. Oh, shit. Oh, Kuka. Danke dir. Oh mein Gott. Okay, ja, jetzt habe ich dann wohl genug.
Ah, danke. Oh, vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Super lieb. Danke, danke, danke. Mega. Ich freue mich. Dankeschön. Oh, ihr seid zu gut zu mir. Echt. Mega krass. Danke. Oinka ist eine Schweinsdame, die wir vorhin auf einer Insel getroffen haben, die echt süß ist. Sie eskaliert total, ja. Kuruka schlägt über die Stränge. Wie sieht denn der Palastkachelboden so aus? Oh, der ist fancy. Krass. Dankeschön. Gefällt mir. Du hast noch 20 Gold. Oh krass, hast du echt viel. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, also Gold und Tickets immer. Vor allem Tickets. Aber nur, wenn du wirklich welche über hast. Also nicht, wenn du sie selbst brauchst. Aber vielen, vielen Dank. Das ist wirklich sehr lieb von dir. Hui. Nennt mich Püppchen. Rot, Karo, Rot, Pik, Schwarz. Oh Gott, frag lieber jemand anders außer mir. Ich hatte nie recht bei sowas. Frag Igus, der hatte ein gutes Gefühl dafür. Dritte Bambusinsel heute. Meine Lieblingsbewohner auch. 50.000 Phönix aus dem Ballon, Alter. Auch die, die ich nicht habe. Tano, ganz weit oben. Oh, ist das nicht hier? Wie heißt denn der nochmal? Ah ja, Jens, den hatte ich schon mal auf einer Meileninsel. Der ist auch relativ beliebt, glaube ich. ja, Tano auf jeden Fall. Ganz, ganz großer Lieblingsbewohner. Ich müsste mal so eine Liste machen. Und mir alle mal angucken. Also, ich finde auch Oinka super. Ich glaube, Oinka gehört jetzt auch zu meinen Lieblingsbewohnern. Rüdiger gehört zu meinen Lieblingsbewohnern, definitiv. Rüdiger ist super süß. Steve schon auch irgendwie. Steve ist auch einer meiner Lieblingsbewohner, den finde ich mega cool. Svenja auch auf jeden. Oh, Robby auch noch. Robby ist auch noch einer meiner Lieblingsbewohner. Ja, das sind so die mir jetzt einfallen. Echt? Bambusinsel hat die höchste Wahrscheinlichkeit, das wusste ich gar nicht. Hier, Olivia gehört, glaube ich, auch noch zu meinen Lieblingsbewohnern. Die finde ich mega cool. Oh, Sid auch. Sid ist auch einer meiner Lieblingsbewohner. Die Superheldenkatze, ah, die kenne ich. Die, hatte ich die in New Leaf auf meiner Insel oder so? Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Aber nee. Muss ich jetzt überhaupt noch Gold nach Golderz suchen? Oder hat Kuruka das gerade erübrigt? Ich mach den Stein mal noch, aber ich glaube danach. Das war ja als. Ah. Das ganze Eisen jetzt, das ich hier lasse, ne? Schon schlimm. So, okay. Hauen wir mal wieder. Oh, Flaschenpost, Flaschenpost. Nicht vergessen.
Ah! Das ist natürlich ärgerlich gewesen. Was seid ihr von Max? Wer ist denn das? Was für ein Tier? Morpheus. Na, was gibt's hier? Konga. Bambuskerzen. Oh, Bambus darf ich immer gut. Cool. Oh, ich habe definitiv vergessen, auf 17 zu machen. Ziegenboy. Oh. Ah. Ah, die Ziegen sind auch nicht so meins. Ich finde diese eine weiße Ziege ganz cute. Aber ja, ansonsten. So, Freunde, letzte Insel für heute. Danach muss ich mich meiner Müdigkeit hingeben. Es tut mir leid, es ist heute ein bisschen kürzer, aber ich kann echt nicht mehr, ey. Oh, ich kann kaum noch aufrecht sitzen. Das ist ganz schlimm heute. Puh. Ich weiß nicht so genau, was mit mir los ist. Ich habe brutale Nackenschmerzen seit ein paar Tagen. Das ist nicht so geil. Aber ich weiß nicht, warum ich so krass müde bin. Ich habe eigentlich echt gut geschlafen. Na gut. Aber das ist mal so. Dina, Huschke, Gregor, Mischka, Bienchen. Ah ja. Oh ja, Huschke gehört bei mir, glaube ich, auch dazu. Rehe und Pinguine. Ah ja. Hey Giuseppe, willkommen zurück. Man könnte bestimmt irgendeinen coolen Lurk-Emote noch mit Tarnung machen. Muss ich auch nochmal gucken, ob wir sowas machen können. Das wäre schon echt witzig. Hatte ich die Insel heute schon? Ich bin gar nicht bekannt vor. Oh, wieder so ein Dude. Ich meine, der sieht irgendwie ganz. Ah, das ist Walter. Guck an. Der sieht irgendwie ganz fancy aus, finde ich. Der gefällt mir schon. Spreuing. Okay, dann. Ah, Felix, auch an dich. Willkommen zurück. Ach doch, komm nochmal. Hier nochmal die Steine. Jo. Also, wie schon gesagt, morgen fällt der Stream leider aus, wegen Vatertag. Am Vatertag werde ich mit ein paar Freunden auf Discord rumhängen und eventuell ein paar Erfrischungsgetränke konsumieren und dementsprechend dann nicht abends streamen. Aber am Sonntag geht es ganz normal weiter um 11 Uhr und wir machen jetzt erstmal Bewohnerhunting halt. Also, das ist jetzt erstmal so das Ding. Je nachdem, wie lange die Meilentickets reichen, natürlich. Ich habe ja heute schon ein paar Meilentickets von euch gekriegt. Dafür vielen Dank. Super lieb von euch. Ja, aber ich finde es auch mega nice. Es macht auch voll Spaß. Man sieht immer einen neuen Bewohner auf der Insel. Das ist echt cool. Oh, kein Golderz. Und ich habe auf jeden Fall Bock, das weiterzumachen. Und ich glaube, es ist auch ein angenehmes Format so zum Stream. Oh, noch eine Flaschenpost. Weil, auch so als Zuschauer, man sieht immer alle möglichen Bewohner. Und irgendwann hat man dann so diesen Hype-Moment, wo dann der Bewohner, nach dem gesucht wurde, da ist. Das ist schon ganz cool, finde ich. Und Spielwagen, geil. Deshalb finde ich das gut und werde das auch weitermachen. Oh ja, Marianne ist auch cool. Hast du schon einen Sohn? Du meinst so im echten Leben einen Sohn? Meinst du das? Also ich habe noch kein Kind im echten Leben, nein. Falls du das meinst. Ja, der englische Name ist echt schön, ne? Aber Gunnar ist auch ein guter Name. Ach ja, okay. Na gut, Freunde. Dann würde ich den Stream an dieser Stelle beenden. Ich bedanke mich dafür, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Streamzeiten findet ihr in der Beschreibung meiner Streams, in meiner Kanalbeschreibung. Und dann hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und bis dahin. Bye bye. Haut rein. Wir sehen uns. Mm-hmm.